Hi. Hallo. Wer bist du? Ich heiße Viktor Voss. Ich komme von der Firma Arada. Ihr seid Sponsor auf der heutigen Konferenz Tools for Agile Teams in Wiesbaden. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür erstmal. Erzähl doch mal ein bisschen was über Arago. Was macht ihr als Firma? Warum will ich euer Kunde werden? Unser Kernprodukt ist Automatisierung vom IT-Betrieb. Mhm. Und zur agilen Entwicklung sind wir, könnte man sagen, zufällig gekommen. Für uns selbst haben wir aus pragmatischen Gründen sehr schnell ein einfaches Kanban-Tool entwickelt und waren in diesem Jahr selbst extrem überrascht, welche Resonanz und welchen Feedback wir bekommen haben, als wir das als Open Source freigegeben haben. Das ist also ein quelloffenes Programm, das ich kostenfrei aus dem Internet runterladen kann? Genau. Für ein Kanban-Team? Ja. Und wo? Wonach muss ich suchen bei Google? Arago Rike. Arago R-I-K. E. Rike. R-I-K-E. Hervorragend. Und was kann das Kanban-Tool, was es so erfolgreich macht? So einfach oder? Das, was ich auch in ersten Tracks hier mitgenommen habe, die großen überladenen Werkzeuge haben die Leute überfordert. Mhm. Ja, also irgendwann verbringt man mehr Zeit mit dem Tool, sich einzulernen, das zu bedienen, als mit eigentlicher Arbeit. Ja. Und wir haben das tatsächlich, das ist praktisch ein Meta-Tool, die eigenen Artefakte wie Dokumente, Bugs, Bug-Tracking bleiben in ihrem Ursprungssystem. Ah, okay, das heißt, ihr habt Schnittstellen zu anderen Systemen geschaffen. Ja. Okay, welche Systeme sind denn da so angebunden? Alle, die eine URL über eine URL aufrufbar sind. Okay, also wenn ich jetzt, wir sind ja ein Atlassian-Partner, wir haben zum Beispiel Jira, ja. Und da kann ich jetzt Bugs rausholen und in mein Kanban-Board in der Arago Rike Software dann übernehmen? Wir verbinden uns mit allen anderen Systemen ganz einfach über einen Link. Ah, okay, ein HTML-Link. Mhm. Eine URL. Ja, okay. Was bedeutet, dass wir in beliebigen Wiki-Systemen, in SharePoint, in beliebigen Bug-Tracking-Systemen, auf YouTube einfach referenzieren können. Und das ist ein rein digitales Tool oder ist es eine Kombination aus einem Papier- und einem digitalen Tool? Oder, also das bin ich über eine Web-Oberfläche vermutlich, oder? Ja. Ja. Und vermutlich kann ich das auf Web und Windows nutzen, Mac und Windows nutzen. Kann ich auch auf einem Telefon nutzen? Ja, die Bedienung auf einem iPad oder sogar ich bediene das häufig auf meinem iPhone, aber im Browser. Ja. Alles klar. Und erzähl noch mal ein bisschen was Arago so macht. Ihr seid ein IT-Betrieb, automatisiert ihr. Vielleicht, wir können hier gerne noch jemanden dazu holen. Der muss nur ins Bild kommen, da warten wir kurz drauf. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist. Ja, ich bin der Roland Judas. Und komm noch ein Stück weiter nach links, dann sieht man nur die Lampe und nicht dich. Ja, okay, genau. Cool. Also, Roland. Roland Judas, ja, ich bin für das Produktmarketing verantwortlich. Wie Viktor schon gesagt hat, wir haben ein Tool zur Automatisierung von IT-Betrieb. Mhm. Das ist unser Hauptprodukt. Wir kommen ursprünglich, sind wir Managed Service Provider, kommen aus der Ecke oder aus dem Finanzumfeld, mit Sitz in Frankfurt eben, und haben uns schon sehr lange mit dem Betrieb von großen Websites beschäftigt. Und das haben wir eben, sagen wir mal, strukturiert automatisiert. Also wir haben ein Werkzeug, der sogenannte Autopilot. Das ist ein Tool, um Betriebswissen zu formalisieren. Okay, wenn ich also jetzt eine IT-Abteilung einem großen Konzern, zum Beispiel einem Finanzkonzern bin, dann kann ich zum Roland Judas gehen und mich mal beraten lassen, was der Autopilot von Arago so für mich tun kann. So ungefähr, ja. Im Internet kann ich mich informieren über den Autopilot, wo? Arago.de. Das ist ja einfach, arago.de. Arago. Okay. Hervorragend. Der Mathematiker und Physiker. Sehr gut. Und der hätte auch gerne schon mit Computern gearbeitet oder lebt er heute noch? Nee, der ist schon tot. Der hat aber so ein paar Grundlagen Für euer Tool. Nicht für unser Tool, sondern für die moderne, sagen wir mal, Kommunikationswissenschaft. Ihr beide seid ja jetzt hier auf der Tools for Agile Teams Konferenz. Erzählt doch mal ein bisschen was. Ist es empfehlenswert? Macht Spaß? Habt ihr schon was Interessantes erfahren? Oder
habt ihr viele E-Mails bearbeitet? Ja, ich fand beide Beiträge sehr interessant. Die in unserem firmeninternen Chat habe ich alles fleißig dokumentiert. Vielleicht aufbereite ich das später zu einem Artikel, was dann, also kurzem, was gepostet wird. Cool. Roland, was war das Beste an der Konferenz bisher? Das Beste an der Konferenz, gute Frage. Also generell sind da viele interessante Aspekte für mich. Ich begleite das hauptsächlich auf Twitter und versuche da so ein bisschen das auch nach draußen zu bringen. Also ich kenne viele konventionelle Konferenzen und die sind dann doch deutlich, statischer und undynamischer und Das hören wir als Veranstalter natürlich gerne. Was macht denn die Konferenz so dynamisch aus deiner Sicht? Naja, also schon die Art und Weise, wie dann die Teilnehmer mit einbezogen werden. Ich meine, das ist dann die interaktive Vorträge. Das ist relativ interaktiv. Ihr habt das relativ gut, sagen wir mal, online gecovert. Gut, da gibt es natürlich auch noch Potenzial, aber da können wir vielleicht mal separat drüber sprechen. Also im Großen und Ganzen ist erstmal gut. Das WLAN ist halbwegs passabel. Ja, wir arbeiten noch dran, wie immer. Ja, das Problem mit den Hotel-WLANs. Vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles klar? Danke. Bis dann. Tschüss.